Handscap ist für uns sicher eine wichtige Saisonvorbereitung. Es geht noch eine Woche davor der Köppa und zu zwei Wochen die Saison, dass wir wissen, wo wir stehen und dass wir bereit sind für die neue Saison. Die Erwartungen an Handscap sind eigentlich jedes Jahr die gleichen. Man will gewinnen, also man kommt gerne zum Gewinnen. Auch wenn es nur ein Freundschaftscup ist, aber es ist gleich eine tolle Sache mit einer tollen Atmosphäre. Es kommen immer viele Leute schauen, jetzt im Vergleich zu normalen Freundschaftsspielen. Amtscup hat zwei Aspekte aus meiner Sicht. Es ist einerseits ein Vorbereitungsturnier, wo wir uns auch für die neue Saison vorbereiten können, auch in Fahrt kommen. Plus gleichzeitig ist es auch die Möglichkeit, vor allem für die jungen Spieler auch hier drin zu fassen. Ich persönlich bin auch im Amtscup zuerst mal für die erste Mannschaft aufgelaufen. Und das ist so ein Sprungbrett, um sich dann auch festzusetzen. Welche Werte, dass ich einstehe? Ja, also wir sind, für diese Werte stehen wir eigentlich alle ein und da probiere ich natürlich auch als Vorbild vorauszugehen. Ja. Genau, Loyalität sicher auch hochgeschrieben bei uns im Verein. Ja. Ich glaube, das Wichtigste für die Mannschaft ist, dass man ein Vorbild ist als Captain, dass man eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag legt und halt auch dort vorausgeht in der gewissen Werten. Fußball ist für mich Kameradschaft, Freundschaft, Kampf und Einsatz.